Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal wieder MIFCOM und zwar haben die aktuell die Champions Deals, trage den Sieg nach Hause. Und die haben auch zwei Rechner im Angebot und zwar sind das diese beiden hier und ich habe mir einfach diesen mal rausgesucht und den werden wir uns jetzt mal anschauen. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Kurze Sache vorweg, ihr habt ja gerade den Einspieler gesehen. Wenn ich solche Partner-Einspieler mache, werde ich keine Werbung mehr weiterhin schalten auf YouTube. Also in den Videos, wo ihr so einen Einspieler seht, ist einfach keine weitere Werbung. Ich denke, damit kommen wir alle gut zurecht. Und wir starten mal durch. Wir haben hier den EM-Deal Ryzen 5 5600X bzw. AX6700XT. Das ist halt der Prozessor und die Grafikkarte, klare Sache. Und das Erste, was ich sagen muss, es ist sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Das muss ich MIFCOM echt lassen. Also ihr seht hier wirklich alle Daten. Da ist nichts versteckt. Da wird nicht hingeschrieben, 500 GB SSD, ihr wisst nicht, was ihr bekommt, sondern hier ist wirklich alles einzeln aufgeschlüsselt mit Taktung und wie aufgebaut und so weiter. Das muss ich MIFCOM wirklich lassen. Das machen sie wirklich sehr gut. Zu dem Bild muss ich sagen, das ist Fake. Beziehungsweise ein Beispielbild, wie ihr das halt auslegen wollt, weil da ist schon mal keine GeForce RTX drin. Das ist aber dann auch irgendwo ersichtlich. Weil da ist jetzt halt eine 6700 XT von AMD drin. Das hier ist eine Nvidia-Karte. Gut, für die, die keine Ahnung haben, so wirklich von den Herstellern, für die ist es vielleicht nicht ersichtlich. Das System wird nicht so aussehen. Der Lüfter wird nicht so aussehen, die Grafikkarte wird nicht so aussehen. Die Lüfter hier vorne, das passt alles. Das gehört alles zum Gehäuse. Aber auch zum Beispiel hier unten das Netzteil, das stimmt auch nicht, weil da ist halt eins von EVGA drin. Naja, müsst ihr selber wissen. Also das seitliche Bild ist auf jeden Fall fake und der Rest stimmt halt. Wir starten direkt auch durch. Wir haben hier 1799 €. Der ist runtergesetzt von 2099 €, weil es halt gerade so ein EM-Deal ist. Was steht's ja da oben? Das Gehäuse ist ein Silentium PC Signum SG1X TG RGB. Glasfenster mit RGB-Lüfter, MIFCOM-Logo, okay, das haben sie so ein bisschen personalisiert. Hier haben wir es auch schon ohne MIFCOM-Logo, aber ihr seht, die Lüfter, die sind auch wirklich vorne so drin. Man sieht es ja auch, die drei blauen und hinten der eine, der auch auf dem Bild zu sehen war. An und für sich ein Standardgehäuse. Hier unten kommt das Netzteil rein, hier kommt das Board rein, die Grafikkarte hat genug Platz. Der Luftstrom wird auch ausreichend sein, weil die Lüfter sich die Luft hier von der Seite holen. Hinten wird die warme Luft rausgeblasen, das passt soweit. Von den Steckplätzen her haben wir hier oben auch noch USB 3.0 und dann haben wir noch Kopfhörer und Mikrofonanschluss, der Reset-Knopf und halt der Startknopf, nichts Besonderes. Hat fast jedes Gehäuse, muss man wirklich so sagen. Kostet 68,56 €, ist auch, seht ihr schon am Preis, qualitativ ein bisschen hochwertiger bei Mindfactory. Packen wir so in den Warenkorb. Als CPU haben wir den AMD Ryzen 5 5600X, 6x3,7 GHz, 65 Watt. Gut, das ist die TDP. Der Lüfter, der hier übrigens bei ist, der reicht völlig aus für die 65 Watt TDP, selbst wenn er mal unter Last ist. Hier ist auch schon, hier steht die TDP auch nochmal für 268,96 € bei Mindfactory. Ist zum Zocken auf jeden Fall geeignet. Ich hätte mir persönlich den 5800 gewünscht in diesem System. Dann wäre es nämlich ungefähr so wie meins. 5600 reicht aber. Und wenn ihr zum Beispiel über die Grafikkarte rendert, wenn ihr streamen wollt, dann habt ihr auch keine Probleme. Solltet ihr über den Prozessor rendern wollen in OBS, dann wird es schon ein bisschen eng. Das merke ich bei meinem auch. Also wenn ich da wirklich alles auf Maximum drehe, dann schafft ihr das auch nicht mehr. Man kann es machen. Kommt auch immer aufs Spiel an. Auf jeden Fall stabiler Prozessor. Packen wir so in den Warenkorb. Das Mainboard ist ein Gigabyte Aorus Elite AMD B550. Ich habe das X570 Aorus Elite. Ich bin damit zufrieden. Wir haben das auch schon, 133,90 € bei Mindfactory. Die Anschlüsse, ihr seht es, USB 2.0 zweimal, dann haben wir noch 3.0 viermal. Hier wird der USB-Stick angeschlossen, wenn ihr mal ein BIOS-Update machen wollt. Dann habt ihr noch USB 3.2, dann habt ihr noch HDMI und DisplayPort, was ihr sowieso nicht benötigt. Ihr habt ja keinen Ryzen mit Grafikeinheit, ihr habt der 5600, der hat keine Grafikeinheit. Netzwerkanschluss, dann habt ihr noch für 7.1-System, hier Toslink und so weiter, Mikrofon, Line-Out, Line-In. Also das Board ist sehr gut ausgestattet, würde ich jetzt mal so sagen. Auch hier vier RAM-Bänke, gekühlte Spannungswandler. Hier kommt die M.2 SSD rein, hier kommt die Grafikkarte hin. Hier unten könnt ihr eine zweite M.2 SSD reinpacken, das ist natürlich sehr nice. Und hier kommt dann vielleicht eine Capture-Card rein, WLAN-Karte, ihr kennt das ja aus den anderen Videos. Also ein grundsolides Board, packen wir so in den Warenkorb.
Als Grafikkarte haben wir eine AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB. Das ist die Gigabyte Aorus Elite Edition sozusagen. Es gibt ja von verschiedenen Herstellern, von MSI, von Gigabyte und so weiter. Hier ist sie auch schon. Das ist genau die Elite 12 GB. Die haben alle 12 GB. Die haben auch alle denselben Chip. Die Kühllösung ist manchmal anders, die RGB-Beleuchtung ist anders, die Anschlüsse sind anders. An und für sich eine gute Karte, habe ich auch, also nicht genau dieselbe. Ich habe eine Nitro Plus in meinem System, aber die wird auch gut gekühlt. Die hat einen großen Kühlkörper, 3 Lüfter, es gibt auch welche mit 2 Lüftern. Dann ist das zwar auch gut gekühlt, aber man muss sagen, mit 2 Lüftern wird die meistens lauter, weil die schneller drehen müssen. Kostet 839 Euro bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Nochmal zu der Grafikkarte sei gesagt, ihr könnt damit AAA-Titel locker spielen. Ich sage mal von mittleren bis hohen Einstellungen, wenn ihr jetzt Full HD spielt oder WQHD, das packt die sehr wohl. Sobald es in Richtung Raytracing geht, solltet ihr vielleicht eher zu Nvidia greifen. Ansonsten ist das eine super Karte. Ich persönlich brauche es nicht. Ich mag diese Reflexionen nicht, wenn die so übertrieben sind. Aber das muss jeder selber entscheiden. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 3200 Corsair Vengeance Pro, die RGB-Variante. Hier haben wir ihn auch schon, das ist der RGB Pro, 3200 MHz, 16 GB. Kostet bei Mindfactory 92 Euro. Davon haben wir hier im Haushalt insgesamt 6 Stück, also 4 Stück in Lexis Rechner, 2 Stück in meinem. Super RAM, überhaupt keine Probleme. Schön auch, dass sie darauf geachtet haben, dass es Dual-Channel ist. Wobei, bei MIFCOM erwarte ich eigentlich nichts anderes. Die haben schon ein bisschen Kenne von ihren Systemen. Als SSD haben wir eine 1TB Gigabyte Aorus. Die hat Lesen, 5000 MB und 4400 MB in Schreiben. Das finde ich krass. Das ist eine krasse SSD. Es geht noch schneller, keine Frage. Es gibt von Samsung welche, die können 6000, teilweise auch 7000. Aber das ist schon eine gute SSD. Und ich weiß nicht, warum sie da drin ist. Eventuell, weil alles so ein bisschen auf Gigabyte Aorus abgestimmt ist. Zum Beispiel das Board und auch die Grafikkarte. Da dachten sie sich vielleicht, hey, wir packen auch noch eine SSD da rein. Ist nicht schlecht, ist eine super Karte. Brauchen aber die wenigsten, muss man dazu sagen. Wenn ihr jetzt viele Daten hin und her schiebt zwischen zwei SSDs, dann macht das durchaus Sinn. Wenn es nur ums Zocken geht, habt ihr dadurch jetzt keine größeren Vorteile. Das ist jetzt nicht so ein Sprung wie von einer HDD auf eine SSD. Das ist natürlich auch dementsprechend teuer. Ist sie auch schon, sieht auch geil aus, hat auch einen eigenen Kühlkörper, wo Aorus draufsteht. Das passt natürlich alles optisch sehr gut ins System. Kostet allerdings 177,15 Euro bei Mindfactory. Ihr müsst mal überlegen, ihr kriegt eine Crucial P1 zum Beispiel oder eine Kingston A2000 für um die 95 Euro mit demselben Speicher. Diese 70 Euro Mehrpreis, die bezahlt ihr wirklich für den Speed. Gut, wer es mag, packen wir so einen Warenkorb, ist keine schlechte SSD, muss man so sagen. Als Netzteil haben wir ein 600 Watt EVGA GD Series 80 Plus Gold. Zudem sei gesagt, 80 Plus Gold ist natürlich super, da ist die Wirksamkeit besser von dem Netzteil bzw. der Wirkungsgrad. Der Rest geht ja sowieso in Wärmeflöten. 600 Watt sind völlig ausreichend für das System, für die Grafikkarte und Prozessor. Das passt alles soweit, haben sie gut abgestimmt. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwann auf die Idee kommt in Zukunft, ich sage es euch, einen 5800 Ryzen da reinzupacken, sage ich mal in Kombination mit einer RTX 3080 Ti zum Beispiel, dann wird das knapp mit den 600 Watt. Da würde ich eher zu 750 oder ähnliches greifen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ich kaufe mir diesen Rechner und in 2 Jahren möchte ich upgraden auf die und die Grafikkarte, dann tauscht das Netzteil aus und packt ein 800 oder 750 Watt Netzteil da rein. Ist nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Für dieses System reicht es, aber für die Zukunft müsstet ihr dann wahrscheinlich aufrüsten. Kostet 60 Euro bei Computer Universe und das packen wir auch so in den Warenkorb. Soundkarte, gut, HD Audio Onboard, klar. CPU-Kühler, BQI Purock 2 Black. Das ist dann spätestens der Punkt, wo ihr dann auch merkt, dass der Lüfter, der auf dem Bild zu sehen war, nicht zu diesem Lüfter passt, der hier abgebildet ist. Das ist kein schlechter Lüfter, der hat eine TDP von 150 Watt, das ist mehr als das Doppelte, als der Prozessor eigentlich produziert. Ist auch ein guter Lüfter, habe ich schon oft verbaut, überhaupt kein Problem. Ich hätte mir aber bei dem System schon eine Wasserkühlung gewünscht, muss ich so sagen. Der wird seinen Job machen, gar keine Frage, natürlich nicht so effizient wie eine Vacu. Kostet 32,59 Euro bei Mindfactory und packen wir auch so in den Warenkorb. Ein Mauspad bekommt ihr auch noch mit dabei, ein Asus ROG Sheath. Sheath, was auch immer das ist, keine Ahnung, ich kenne das Wort nicht. BLK Limited Mauspad ist hier auch zu sehen. 32,90 Euro finde ich schon happig für ein Mauspad. Es sieht geil aus. Es ist groß, es passt Tastatur und Maus drauf, überhaupt kein Problem. Hat eine 900 mm Breite, ist schön. Ihr bezahlt aber halt für den Namen. So ist es halt. Ne? Ihr bekommt bei Amazon zum Beispiel für 20 Euro RGB-Mauspad. Ja, passt, wenn sie es so dabei legen. Irgendwo ziehen sie sich das natürlich auch wieder rein von dem Preis her, ne? Aber ist okay. Betriebssystem Windows 10 Home, 64-Bit inklusive A+ UEFI-Installation. A+ bedeutet bei denen, sie installieren euch Windows und alle Treiber und alles auf dem aktuellsten Stand. Hier haben wir es auch schon, Microsoft Windows 10 Home für 26,94 Euro bei MySoftware, packen wir auch so in den Warenkorb. Antivirus, Bullguard, Internet Security, könnt ihr wieder wegschmeißen, kennt ihr ja schon. Garantie 3 Jahre, das ist auch nicht ganz selbstverständlich, die meisten nehmen 2 Jahre. Es gibt Händler da draußen, die machen auch 3 Jahre, klare Sache, hatten wir alle schon.
Aber ist gut, dass es machen, inklusive Pickup und Return. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das die vollen 3 Jahre gilt. Das heißt, ihr ruft da an, sagt, ich habe was mit dem PC, der wird zu Hause abgeholt von DHL, Hermes, mit wem auch immer die das machen. Und dann schicken sie euch den auch wieder zurück. Ihr müsst nicht damit zur Post laufen. Ich gehe jetzt davon aus, ich habe da jetzt nichts weiteres zu gefunden. Wenn da steht 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return, gehe ich davon aus, dass es wirklich 3 Jahre ist und nicht wie bei anderen zum Beispiel 6 Monate. Hier sind nochmal die Schnittstellen. Vorne haben wir eben schon drüber gequatscht an dem Gehäuse. 2x USB 3.0, Audio in und out, das haben wir schon gesagt. Und hinten einmal HDMI, bla bla bla, das ist alles klar, ergibt sich aus dem Board und der Grafikkarte. Klare Sache. Dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier haben wir den Prozessor, hier haben wir den RAM, hier haben wir die Grafikkarte. Hier ist das Mainboard, das Mauspad, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1731,99 Euro. Das System soll kosten 1799 Euro. Gut, mein Tipp wäre, also das System ist gut konfiguriert. Ihr wollt ja jetzt mein Fazit immer hören. Mein Tipp wäre, schmeißt die SSD raus, nehmt eine Kingston A2000 oder eine Crucial P1, lasst eventuell das Mauspad weg, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das hier irgendwie berechnet. Das kann man hier bestimmt in der Konfiguration machen. Habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hatte heute nicht so die Motivation, mir das alles so reinzuziehen. Also lasst die SSD weg, tauscht die aus, lasst das Mauspad weg und holt euch einen Ryzen 5800. Das würde ich euch jetzt noch sagen. Ansonsten ist dieses System okay, ist super. Klar, wenn ihr selber baut, seid ihr günstiger. Ja? Aber natürlich berechnen die das auch. Und ich finde jetzt 60, 70 Euro fürs Zusammenbauen und Zuschicken finde ich in Ordnung. Kein Problem. Lieferzeit mit 5 bis 6 Wochen ist natürlich hart, aber hier gehen sie wenigstens explizit drauf ein, was ihr kriegt. Da kommt es jetzt nicht vor, dass ihr jetzt anstatt eine Gigabyte eine MSI-Karte oder ähnliches kriegt. Ihr kriegt das, was da steht. Ich hoffe es zumindest mal. Ich gehe ganz stark davon aus, sonst dürften sie es so nicht verkaufen. Ja, ich sehe gerade hier, was das Mauspad anging. Man kann es nicht abwählen. Es ist für 0 Euro drin. Hier steht es für 40 drin. Das haben die mit in den Preis mit reingezogen. Klare Sachen. Die tun jetzt so, als würden sie euch das kostenlos dabei packen. Aber hier seht ihr es auch schon, hier haben wir zum Beispiel den AMD Ryzen 5800X plus 150 Euro. Das ist schon happig, weil der Unterschied zwischen den beiden Prozessoren ungefähr bei 110 Euro liegt. Deswegen 150 ist schon hart, aber okay, wenn wir den jetzt mal reinkonfigurieren. Na, seht ihr, geht gar nicht. Ich kann hier klicken, wie ich lustig bin. Ich kann die gar nicht abwählen. Okay, ihr könnt das nicht umkonfigurieren, da bleibt die SSD wohl da drin. Schade. Sonst hätte ich jetzt wirklich gesagt, lasst die SSD raus, nimmt halt wie gesagt die Crucial oder die Kingston. Und dann packt euch den Prozessor rein. Gut, dann muss die drin bleiben. Ich würde euch trotzdem empfehlen, den Prozessor mit rein zu konfigurieren. Dann ist das System natürlich ein bisschen teuer, muss man so sagen. Das hier wäre dann auch sozusagen der Endpreis, aber dann habt ihr was Gutes da stehen. Wenn ihr selber baut, seid ihr günstiger dran. Ist jetzt immer häufiger der Fall. Früher war es jetzt so, was heißt früher, vor einem Monat, war es noch so, da haben wir gesagt, kaufen dir beim Fertig-PC-Hersteller, kriegst du es günstiger. Die Zeiten sind mittlerweile wohl vorbei. Grafikkartenpreise gehen runter, wo ich auch ganz glücklich drüber bin. Aber alles in allem können wir schon sagen, das System ist in Ordnung. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich weiß, ihr wünscht euch auch Systeme Richtung 3000 Euro. Diese Videos werden kommen. Keine Sorge. Nur ich muss so ein bisschen auf diese Deals hier auch eingehen, weil die sind zeitlich begrenzt. Und wenn ich so einen Deal sehe, mache ich erstmal darüber ein Video und dann kommt irgendwann eine Konfiguration, wo ich jetzt sage, okay, bitteschön, 3000 Euro, damit kannst du arbeiten. Das machen wir auch noch. Ihr braucht es nicht nochmal in den Kommentaren zu erwähnen. Packen wir so. Gar kein Problem. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem System haltet. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.